Hallo mein YouTuber, ja, ich möchte mich bedanken bei Josef Esther. Ja, ich habe deinen Kommentar gelesen mit dem Maurermeistertitel. Wenn du mich fragst, ist er heute wirklich nichts wert. Das war mal vor 20, 25 Jahren, da war es mehr wert, ja. Ich habe auch ein bisschen anders gelernt, was man heute lernt und so. Und man kann nie auslernen. Heute ist mehr mit Chemie auf der Baustelle, wie es was du sagst. Heute wird Blöcke nur geklebt. Ja, sind in den Betonblöcke auch die, wo man sagen, das sind ungefähr wie 6 dF Eisen drin. Ja, und ich habe es auch teilweise so gehört jetzt seit ein paar Jahren. Die nehmen auch keinen Kies mehr, die nehmen so einen Bruchstein. Ja, je schärfer das ist, ummantelt er mehr und ist auch hält auch länger und so. Ich habe es auch Betonklötze gemacht und dann mit einer Presse. Ich habe zwar keine Kilopoint, auch bei Newton Point und so, aber man kann so sehen, bei jeder Umdrehung hat er so und so viel Druck. Ab wann platzt der Stein? Ja, und ich habe ja lange gebraucht, dass der erstmal gesprengt ist. Ja, und habe ich gesagt, da ist auch ohne Eisen drin. Das habe ich hier bei der Baufirma auch so getestet. Habe ich nur einen Klotz gemerkt, habe gesagt, komm, an 3 Tagen vorbei. Dann ist er halb durchgehärtet und dann kannst du sehen, wie lange der den Druck aushält. Ja. Wie du das siehst, ich habe meine Wand ohne Eisen gemacht und so. Es wird auch nur normal abgezogen und so. Und hier in Thailand muss ein bisschen der Beton flüssiger machen, weil hier verbrennt er sehr schnell durch die Sonne. Ich habe einen Tag, war ich alleine, habe einen Fußboden gemacht und ist ein bisschen gerissen, aber das ist kein Problem. Da schneide ich auf und mache ich dann mit Zementmörtel rein wieder und so, dass wie ein Keil ist. Dann wird das wieder abgeschliffen und dann siehst du gar nichts und so. Genauso von Haus habe ich eine Dicke von 15 cm. Ist auch kein Eisen drin. Hält. Hier haben sie eine Umrandung gemacht mit hier 7 cm. Und ein Eisenfass auf dem Boden. Da können sie auch die Eisen sparen. Und nach 3 Monaten ist da schon Risse drin, in jede Ecke. Ja, meine Wand steht schon mit einem Fundament, habe ich auch kein Eisen reingemacht und so. Aber der Fundament ist breiter als wie das Mauerwerk. Das Druckverteilung, wie du das kennst, auch so. Und ich habe es dann mit einem Würfel getestet, was da ab kann an Gewicht und so. Hier ist da kein Frost in Thailand. Nur du hast viel Regen und so. Und da habe ich gedacht, wie wird ein Staudamm gemacht und so. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt einen kleinen Bogen reinmache, so ungefähr von 3, 4 Zentimeter auf 30 Meter und 2 Seiten an Ende Eisen rein, das ist praktisch, dass der Gegendruck auf die Eisen geht und ein Fundament, weil der Fundament ist ja 60 tief. Und das Dreifache breiter als wie das Mauerwerk. Dann habe ich gesagt, dann muss das doch halten, ja. Bis jetzt heute nicht, nur ich habe heute meinen Stahlnagel reingehauen, weil was zu halten soll. Ja, ich habe da mich da abgequillt, um den Nagel erstmal halb rein zu kriegen. Ja, und da habe ich meine Frau wollte das auch sagen, warum kein Eisen, das hält so. Ja, du kannst dagegen treten. Ich habe ihr es bewiesen. Ich habe sogar auch einen Baumstamm genommen. Nur leider habe ich jetzt einen Betonsteinchen, was die hier sind. Weil die ja mit der Hohl sind auch ein Loch reingehauen. Aber ist kein Problem, wird der zugeputzt. Und da sagt sie tatsächlich, die Wand hält. Dann sage ich, die Wand überlebt mich noch so ungefähr. Auch wenn jetzt der Regen kommt, da passiert gar nichts und so. Weil ich das erstmal so getestet habe, dass das Fundament auf dem festen Boden steht. Praktisch denn, wenn das regnet, dann bleibt, habe ich Wasser drin gehabt in Fundamentiv. Und mir gesagt, da passiert gar nichts und so. Nur ich habe da ein paar Rohre reingelegt, so kleine Rohre, damit das Wasser von einer Seite in eine andere Seite abfließt, weil ich habe hier 80 cm auf eine Seite aufgeschüttet und wo das Haupthaus draufsteht, das ist 1,30 bis 1,40 über. Ja, und da muss ich es auch machen. Da wird das Fundament aber breiter gemacht, das wird wie ein L-Fundament. Und ich fange ja mit unten an mit 45 und oben wäre es genauso dick mit 24,5.
Und dann habe ich gesagt, das hält auch. Da kannst du mit einem Auto gegenfahren, da ist ein Auto mehr kaputt als wie die Wand. Ich habe gesagt, die ist so fest. Und dann hast du ja heute auch gesehen, meine Frau, wie ich mich abgequält habe, um so einen kleinen Stahlnagel reinzukriegen. Ja, und zweitens sind die Steine schon kantig, die ist schon besser als wie früher in Kies. Und ich habe mit einem Kollegen auch geredet, die nehmen auch viel mit jetzt mit kantigen Steinen als wie mit dem Kies, weil der rund ist. Ja, wenn ich das so sehe, in Norwegen bauen sie auch solche Straßen mit Schotter erst auffüllen und die haben weniger Schäden, weil Norwegen hat ja mehr Frost und so. Und ich finde gut mit die Bruchsteine. Und das ist wirklich hart. Ich habe da, wenn ich meinen Mischer sauber mache, ist das immer ein bisschen da. Da habe ich auch gedacht, so ungefähr, da maßen so ein Haufen da. Und dann habe ich gesagt, das muss runtergeschlagen werden. Da stolper ich immer darüber. Nimm einen Hammer, hau sie mit einem Hammer auf. Oh, geht ja kaputt. Und so, nein, ging nicht kaputt. Habe ich einen Fäustel genommen, auch nicht. Da habe ich gesagt, scheiße, jetzt muss ich doch meinen Hammer rausholen, den elektrischen und dann das wegstemmen. Und habe ich jetzt gesehen, wie hart das ist und so. Und da habe ich gesagt, das ist schon mal ein gutes Zeichen und so. Ja. Und dann, ich habe immer gesagt, wenn du auch einen Zaun baust oder das ist ein Pfeiler, da kannst du rein, da musst du Eisen haben. Man braucht das teilweise nicht. Es kommt immer drauf, was für ein Druck- und Zugbelastung ist und so. Wenn ich jetzt einen Estrich mache und so, kann ich nicht den Estrich den draußen mit Beton, wenn ich jetzt braucht auch keine reinmachen und so, es ist ja keine Druckbelastung drauf hier. Und wir haben ja auch keinen Frost hier in Thailand. Da brauchst du auch kein Eisen. Aber wenn das eine schwere Last ist, so wie Brückenbau und so, oder ich baue jetzt ein 5-6-stöckiges Haus, da sind andere Lasten drauf, da musst du Eisen reinmachen, sonst bricht der Beton ab. Und früher, ich habe schon noch Häuser gebaut, die nicht gebaut, restauriert, die noch so an 1890, 95 war und so. Da haben sie nur Stahlträger und dann war immer 70 Zentimeter wieder der nächste Stahlträger. Nur wir mussten die freilegen, weil die verrostet sind und das Haus stand unter Denkmal. Das war in Hamburg und so. Und da habe ich auch gesagt, das ist doch kein Beton. Ja, es ist Beton, aber nicht den, was du heute kennst und so. Und da ist auch nicht mal Eisen dazwischen. Das heißt, es braucht nur eine Spannung von T-Träger zu T-Träger. Und das ist so ein Beton wie so ein Schlaggebeton. Und so. Und da hat mir das gewundert. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr gelernt darüber. Und das gibt auch, wenn ich das so sehe, wenn man die Pyramiden haben kein Eisen. Aber was ist da ein Gewicht drauf? Was geht an Fundament und so? Oder guck mal die chinesische Mauer an, da ist auch kein Eisen. Und da gab es noch kein Eisen und so. Die steht heute noch und so. Und da bricht auch nicht weg. Und genauso, wenn ich einen Schacht gemauert habe von der Stadt, was ich gemacht habe, 15 Jahre lang, ja, da kannst du auch den ganzen Tag nicht warten, bis das abgebunden ist. Da machst du das fertig, 2 Stunden später kann die Auto fahren. Und das sind ja harte Steine, aber ist aber auch kein Eisen drin. Da habe ich gesagt, für was ist denn Eisen denn da? Ja, das habe ich Ihnen zumeist auch erklärt, für was das ist. Du kannst ein Haus bauen, auch ohne Eisen drin. Tja, guck doch mal an wenn man die alten Häuser von Hitler sieht, so die Flüchtlingshäuser oder was man so sagt, das sind auch so Beton und die sind höchstens 10, 12 Zentimeter dick. Ist da Eisen drin? Nein. Wollen wir mal so sagen, wenn man in Hamburg ist, so ein Juden-KZ gewesen und so, da haben sie ja die auch gemacht, da war auch kein Eisen drin, ist nur Beton gewesen. Und wann ist das denn gebaut worden? 1945 so ungefähr, wo das Krieg mitten war, im Zweiten Weltkrieg, da gab es auch nicht viel Eisen, da wurde die Eisen für Panzer gebaut und dann, die werden auch heute noch und so. Ich habe das auch restauriert, die alte Gedenkstätte von Neugamme in Hamburg und so, habe ich restauriert. Und da habe ich auch gewundert,
wo kein Eisen drin ist und so, aber hält. Und das habe ich restauriert in meine Lehrzeit von meiner Firma aus. Und dann lernt man immer was dazu. Und ich habe auch Pfeiler gemauert in Amerika ohne Eisen drin. Da habe ich mehr Beton reingeschmissen. Ja, und die steht heute noch. Und ich habe noch mit dem Doktor noch selbst noch Kontakt dazu. Ja, und es ist schwer zu beibringen, die Leute, aber irgendwann verstehen sie das und dann haben sie auch Respekt zu dir. Ja, und das habe ich jetzt auch festgestellt. Da kam vor 2 Monaten, habe ich das erklärt mit dem Bauunternehmer, was hier ist und so. Und dann kam der auch an und wollte mir was fragen und so. Ja, was kann man daraus machen? Ja, dann habe ich ihn erklärt. Ja, und er hat das gemerkt und hat gesagt, das war wunderbar, war gut und so. Hab auch Geld gespart, ja. Man muss immer überlegen und sehen, für was. Genauso wie Risse bei mir am Fenster. Es ist also so eine Betonform gewesen und so. Da machen sie Mörtel rein und dann schrauben sie es an. Ja, und dann jedes Mal, wo die Ecken sind, ist gerissen. Ja, dann habe ich gesagt, es gibt 2 Mörtel. Mit Acryl machen, weil Acryl arbeitet ja. Aber es muss ein Acryl sein, das hier auch die Farbe hält. Gibt es hier auch in Thailand. Oder man nimmt eine Glasfasermatte und klebt das raus und spachtelt ein bisschen größer aus. Geht auch, das reißt nicht, weil der vorher reißt. Da habe ich auch zu ihr gesagt, wenn man Rigipsdecken macht, dann macht man auch beim Stoßfuß zusammen so eine Bindegewebe drauf. Und reißt das? Nee. Wenn das gut gearbeitet ist, hält das. Und jetzt hat sie es endlich gelernt, dass das machen würde. Aber wollen wir mal so sagen, sie hat hier schon viel kleiner Arbeit. Meine Frau ist ja 100% Pringelige. Ich habe das gesagt, das kann ich machen. Ich sage mir das Garantie. Aber wie gesagt, wenn ich das in Deutschland machen würde, da habe ich ja mehr Verluste als sie gewinnen. Habe ich gesagt. Ich habe auch schon Bauunternehmer hier, Leute gehabt, die haben Fehler gesucht und sich beschwert bei der Handelskammer. Weil seit vor kurzem, vor 10 Jahren, muss man, wenn man registriert ist bei der Handelskammer, auf Rechnung immer die Nummer schreiben. Dann hat sich einer beschwert. Und das war mal eine Wasserwaage, habe ich da stehen gehabt, mit 4 Meter Länge. Und da waren nur eine kleine Delle drin, nur Lunke, von Streichholz, man da kleben kann. Und er war ja 100% genau. Und hat er sich beschwert und dann fragen die Handelskammer mich an und ja, und dann wollte er nicht bezahlen. Dann habe ich gesagt, um das Geld geht nicht an, wenn ich das vor Gericht gehe, kriege ich mein Geld. Aber dann habe ich das bei der Handelskammer erzählt und so und dann habe ich einen Gutachter hingestellt und die haben sich jetzt angeguckt. Dann sagen sie, das ist alles ein Normbereich, auch die Länge. Da haben wir blöd geguckt, aber ich hab ihnen nachher gesagt, weißt du was? 5% oder 10% kannst du abziehen und dann innerhalb von 3 Tagen möchte ich mein Geld auf dem Konto haben. Wenn nicht, dann bin ich da beim Gericht und klage. Dann habe ich mit ihnen gesagt, weißt du was? Deswegen sind die Löhne immer teurer, solche Leute wie du. Ja, aber wenn du erklärst, was er alles kostet, was die Versicherung haben muss in Deutschland, dann habe ich gesagt, das zahlt ihr alles mit und so, was an Werkzeug kostet. Ich arbeite ja nicht umsonst, ich habe auch Verschleiß und so. Viele lernen nichts dazu und so, warum die Löhne bei uns so teuer sind, weil die ganzen Nebenkosten sind zu hoch. Und solche Leute, die suchen Mängel, um billiger zu bezahlen, was im Normbereich ist, das ist das Problem. Ach, da kann ich ein Buch schreiben. Ich habe mal bei einem Regisseur gearbeitet und genauso mit Garage. Er gibt mir die Zeichnung noch nicht. Auf dem Vertrag drin. Wenn ich das erzählen würde, das war das größte Dümmste, was ich erlebt habe. Erstmal, ich habe mir gesagt, der Grundstück ist nicht quadratisch, der hat einen Keil. Und das andere ist ein Naturgrundstück und von der Stadt und so, da läuft ein Bach. Und dann, das muss so und so viel Meter ab. Ja, und dann, er war mir jeden Tag da, hat es gemessen und an und dran. Ich habe das erklärt, du kannst das nicht so machen, aber er hat nie gehört, habe ich alles gemerkt. Und nachher war alles fertig. Dann habe ich die Fundamente gemacht und allen rundherum, wo nachher Garagen hinkommen. Und dann
war es auch ein bisschen mit Gefälle und er wollte ja viel Geld sparen oder mit Drainage und so. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe mein Geld erhalten und dann kam dann mein Daddy, Auffahrt ist versagt. Und dann habe ich gesagt, nee, kann nicht versacken und so. Ja, dann ging ich hin, mache ich Foto und so. Und dann habe ich gesagt, denn ich mache das nicht, lassen wir uns klagen. Und dann hat er eine Firma geholt, dann schickt er mir die Originalrechnung. Und dann heißt das nicht die Versackung, hat er gemerkt. Es ist eine Drainage drin. Ja, habe ich auch erklärt, aber nur er wollte nicht mehr bezahlen. Ich habe dann den Ratschlag gegeben, ja. Und da habe ich ihn dann Anwalt angeschrieben, habe die Kopie von Rechnung gemacht. Da habe ich gesagt, wo ist denn die Versackung? Rohr hat er ja noch gehabt von der Baustelle vom Main. Ja. Und Sand war auch noch da. Die Steine hätte ich auch noch freiwillig hochgenommen, um nur zu blamieren und so. Und dann habe ich von den Anwalt nichts mehr gehört. Ja. Und meine Freundin, meine Ex-Freundin, die hat immer schon Angst gehabt, gesagt, Anwälte schreiben immer böse und drohen. Aber siehst doch, was er jetzt an der Originalrechnung schickt, weil er so dumm ist und da ist noch nicht mal Mängel drauf. Es ist nur eine Drainage, was er nicht bezahlen wollte und ich muss das jetzt auf meine Kosten machen. Da habe ich gesagt, nee. Ich habe immer gute Arbeit geleistet und so. Das haben sie bei der Stadtentwässerung schon gemerkt, mein Chef, meine Lehrfirma. Ja, er hat gemerkt, dass ich in Essen näher schon mauern konnte und so. Da habe ich gesagt, ja, mein Onkel ist ein Ingenieur und hat eine Baufirma. Ich habe damit mit 10 Jahren bin ich immer gerne da gewesen und habe was gelernt und so. Ja, und da war auch ich der Liebling und so. Und dann habe ich im dritten Lehr, schon im zweiten Lehr, Lehrlinge, was beigebracht, die im dritten Lehr war. Und das Deutsche war so, ich habe 2 Monate später die Lehrstelle gefunden als Maurer und er wollte nicht gerne, dass ich jetzt anfange. Er will das gerne, dass ich 1 Jahr noch warte. Da war ich mit 15 und so. Dann hat er mir bezahlt wie ein Junggeselle. War gutes Geld. Und dann habe ich einen Lehrjunge gehabt, einen Pfeiler. Der Pfeiler war sehr dick, weil er den ganzen Dachstuhl und die Terrasse draußen, Dachterrasse tragen muss. Und da waren 2 Gesellen auf die eine Seite, ich mit dem Lehrling auf die andere Seite. Da hat er den Pfeiler verdreht ein bisschen, ja. Da habe ich ihn runtergeschickt, er soll Steine und Mörtel holen. Da gucken mich erstmal die Gesellen an. Warum willst du nicht holen und so? Du bist gar nichts erstmal, du bist nur ein billiger Helfer. Und ich sage, ja, wir kommen auf meine Seite und gucken mal, was er gemacht hat. Da haben sie es gesehen, dass ein Pfeiler verdreht ist. Ja, da hast du recht und so. Und da habe ich dann die Chancen gehabt, hochzukommen und Respekt zu bekommen. Ja, und dann habe ich nachher auch eine Zeichnung gekriegt von meinem Chef. Das war ein Neubau von der Kirche. Und dann hat er gesagt, ja, das ist deine Ecke, mauer das. Und er hat auch gesagt, was für ein Verband und so, sage ich, ein Kreuzverband, das ist logisch und so. Und er hat gesagt, okay, nimm den Lehrling mit und bring ihm was bei, du hast mehr Ahnung. Und er hat gesagt, ja, ich habe ja mir schon gesagt, ich habe gearbeitet bei meinem Onkel, um Geld zu verdienen mit 10. Und zuerst wollten sie mir nicht glauben und dann haben sie ihm geglaubt und so. Ja, und man lernt nie aus. Das habe ich von Altgeselle mal gehört, wo ich noch im dritten Lehr war und so. Man lernt immer was dazu. Und ich war gerne immer bei der Bildung und so mit vieles und so. Wenn was Neues auf den Markt kam, fand ich so interessant immer und so. Ich habe an auch verschiedene Länder gearbeitet. Ich habe auch schon Ingenieure Tipps gegeben. Besonders in Amerika, das war ein Fluss und so. Da habe ich gesagt, der Fundament ist zu schmal, das muss breiter sein. Zuerst haben sie mich nicht geachtet. Und nachher, wo es fertig ist, war ein bisschen Risse im Betonfundament. Ja, dann muss ich mir das größer machen. Dann kam dann der Ingenieur zu mir und sagte, ja, du hast recht gehabt, wo hast denn die Ahnung? Ja, zweitens, ich habe einmal Meistertitel gemerkt. Und dritten,
ich habe schon viel in meinem Berufsleben erlebt und so. Und fünften, das ist auch der Fluss und so. Ich weiß, wenn hier Staat Washington viel Regen hat, steigt der Fluss an, dann wird der Erdreich weich und dann kann es eine Versackung geben. Und dann dadurch reißt er. Da sagt er, ja, das stimmt, aber da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja, du lebst ja hier. Ich lebe ja nicht in Amerika lange Zeit, nur ich beobachte das alles. Und das habe ich auch in Thailand gemerkt. Ich habe ja Pfahlgründung gemacht. Das hat auch mehrere Vorteile. Kostet mehr, aber wenn das eine Versagung ist, reißt mein Haus in zwei Teile. Ja. Und ich habe ja auch dickere, ich habe ja alles in Yutong, nur die Wände im Badezimmer und im Gäste-WC ist in rote Klinkersteine, weil sie das wollte gerne, weil sie Angst hat wegen Feuchträumen und so passiert, was mit den Yutong, habe ich gesagt, gar nichts. Das gibt so ein Mittel, was du imprägnierst, dann passiert gar nichts. Aber die roten Steine sind auch gut und ist kein Problem für mich. Aber man sieht in meinem Haus, was doppelwendig ist, keine Pfeiler, was ich nicht gerne merke und so, Stützen. Zweitens ist mein Haus ein bisschen kühler. Ich habe volle Sonne noch. Ja, und ich merke das, dass ich sehr viel Energie spare. Ich habe auch trotzdem eine Klimaanlage auch an, besonders jetzt, wenn es jetzt im Mai wieder heiß wird. Dann habe ich das mindestens 2-3 Stunden an, praktisch abends, um runterzukühlen. Und morgens ist das sowieso in Räume kühl. Und wenn es draußen, so wie jetzt im Dezember, Januar, war es ein bisschen kühl, war bei mir drin warm. Da hat meine Frau selbst gesagt, das ist gut. Ich habe auch gesagt, fass mal jetzt die Wände von außen und von innen an. Ja. Ich habe gesagt, außen ist das wäre heiß, aber innen nicht. Habe ich gesagt, ja, und jetzt vergleich mal dein altes Haus, du hast 7,5 cm Steine. Ja, ist außen sehr heiß, innen auch. Aber kühlt sich das innerhalb von 2 Tagen ab? Nein, da war es immer so warm. Ja, dann habe ich gesagt, ja, und deswegen habe ich jetzt auch so gemerkt, da ist eine Luftschicht drin und so. Ja, und genauso meine Frau sagt auch, warum hast du kein Eisen drin, das bricht denn so. Heute hat sie es gesehen. Ich habe mir einen Betonklotz gemacht, auch mit unter der Presse gestellt. Da hat sie erst auch gewundert. Aber jetzt, wo ich den Stahlnagel reingehauen habe, hat sie ja gesagt, da ganz schön hart. Ja, das ist noch deutsche Wertarbeit. Und wenn ich bei euch immer sehe, wie er den Eisen liegt, dann sage ich auch, den Eisen könnt ihr sparen. Das liegt ja fast auf dem Boden. Ja, und Isam hat ja sehr viel Salzgehalt im Wasser. Und Salz frisst Eisen. Ja. Dann frage ich mich immer auch, so, guck mal, bei uns haben die Umrandung doch gemacht mit Eisen, das ist ja fast auf dem Boden gewesen und siehst du, jede Ecke hat jetzt einen Riss. Guck doch mal ein Fundament an, das ist jetzt auch so 3 Monate, siehst du da einen Riss im Fundament? Nein. Und ich sage, ja, da kannst du es sehen. Ja, und dann habe ich auch gesagt zu ihr, Eisen braucht man nicht überall. Du siehst auch die chinesische Mauer, die ist ohne Eisen. Das gab gar nicht keine Eisen im 11. Jahrhundert. Die Pyramide ist auch kein Eisen und das hat noch mehr Lasten drauf als die Mauer. Ja, das hat sie auch tatsächlich, das stimmt und so. Ja, wo machen sie auf der Straße Eisen? Ja, weil das ja der LKW-Verkehr ist und das ist ja nicht ein LKW, was pro Tag kommt, das sind mindestens 1000. Da musst du, warum schütten sie nicht eins, warum sind das immer stückweise und dazwischen eine Dehnungsfuge, damit die Platten arbeiten, damit es nicht hoch und runter geht. Du siehst keine Brücke, was fest ist. Die Brücke ist auch lose. Wenn die fest ist, wird sie brechen. Ja, man kann so einen Vortrag halten, aber das ist wenig. Man braucht mehr Zeit. Das gibt so viel Material und so. Was heute auf Schmier ist, ich habe schon selbst gesagt, heutzutage braucht man kein Maurer mehr sein, heute muss ein Chemiker sein, was heute auf dem Baustelle Schmier ist. Wie ich das erzählst und so, das gibt ja jetzt großen Betonblöcke, das habe ich die, wenn ich aus Amerika war, habe ich die auch noch gemauert und so und wird alles mitgeklebt und so. Ja, kann man sehen, das wird nicht mehr mit Mörtel angerührt, es wird nur kleben.
nur verblendet. Da wird noch mit Möhre gemerkt alles und so. Ja, und wenn man so sagt, ich liebe meinen Job sehr. Und meine Frau sagt auch, du kannst keine Ruhe haben, du musst immer arbeiten. Tja, das habe ich auch zu ihr gesagt. Ich kann nicht sitzen, ich muss alles ausprobieren. Genauso, du hast gesehen, mein Springbrunnen, was ich gemacht habe, ist 15 Meter dick. Da gehen 1000 Liter rein in die drei Etagen. Und ist da ein Riss, hat das in 3 Jahren mal einen Riss bekommen, verliert er Wasser? Nein. Und so ist das auch das. Es kommt auf an Zement, was für eine Mischung du machst. Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut. Du musst genau den Mittelmaß. Und dann, wir haben ein bisschen Gefälle, und dann muss ich ein bisschen anheben und was unterpacken, damit der Wasser gerade ist. Da heißt das praktisch, dann hat das die halbe Becken nichts darunter, weil es nicht gerissen und steht noch heute. Ja, nur mitnehmen kann ich das nicht, weil ich mit meiner Frau und die Kinder das nicht auf dem Auto kriege, weil mein Auto ist ja nicht 3 Meter breit, nur 2 Meter, kriegst nicht mal rein. Und dann habe ich gesagt, das kann ich wieder neu machen und sogar besser und so. Habe ich gesagt, das mache ich dann ein bisschen anders und so. Ja, ich habe gesagt, kannst du es stehen lassen, verkaufen oder sonst was und so. Und ich will nur die Pumpe mit haben, die ist mir so teuer, weil das eine Förderpumpe ist, die Geld geht 3 Meter Wasser hoch und so. Tja, und viele Leute haben auch immer gelacht, aber bis jetzt die Wand sehen und so. Die halten heute noch an und sagen, wieso kein Pfeiler? Für was? Pfeiler sind nur Versierung und so. Mehr nicht, aber jetzt glauben sie mir es mehr. Tja, so ist das. Wenn man gelernt hat, versteht man mehr als wie Ungelernter. Und ich habe schon Architekten gehabt, die waren ehrlich. Dann sagt der Architekt, ich habe keine Ahnung von Häusern, ich habe nur Schweineställe gebaut. Da finde ich, die haben dann ein bisschen mehr als Respekt. Ja, ich habe mein Haus, praktisch nicht mein Haus, von meinem Neffe habe ich ein Haus gebaut und so. Da habe ich das auch viel geachtet. Da habe ich auch Mängel gefunden und so. Deswegen bin ich da mal kontrolliert. Die waren froh, dass ich nicht da war. Meine Schwägerin hat gebaut und so, da haben sie auch einen Fehler gemacht mit dem Fundament. Und da habe ich gesagt, ja, weil das Harburg ist, da wo sie war, ist Trinkwassergebiet und das ist ein Morass. Und da haben sie einen Fundamentstreifen vergessen. Und da habe ich gesagt, das gibt zwei, die wollten das dann das Geld zurückgeben. Und ich habe gesagt, Geld zurück oder Garantie, beides ist ein Risiko, habe ich gesagt. Wenn die Firma nicht existiert, dann ist das Geld verloren. Oder du nimmst das Geld, es passiert, das Haus sagt ab. Das ist teurer, wieder unterzufüttern. Ja, da musst du selbst entscheiden und so. Ich habe gesagt, dieser Fundament ist zwar wichtig, aber wenn die Platte gut ist, passiert nichts und so. Das ist das Einzige und so. Ja, man lernt nie aus, sag ich. Man lernt auch immer weiter. Genauso wie ich das jetzt auf dir geschrieben hat, Josef. Mit Styropor im Beton und so, mit Eisen, mit Nicht-Eisen. Je dicker das ist, je mehr kannst du aushalten. Je dünner das ist, ich will das wenigstens leicht haben. Und das soll mal eine Tischplatte werden und so. Und jetzt habe ich das so dick gemacht, das ist ungefähr 18 Meter dick, kannst du draufstehen, bricht noch nicht mal. Und kein Eisen drin und so. Ja. Und jetzt mache ich damit Blumenpfötte. So kleine Blumenkasten, die sind so leicht. Meine Frau zuerst wollte sie es anheben. Sie hat gesagt, das ist schwer. Sie hat gesagt, das ist so leicht. Tja, habe ich zu dir doch gesagt. Und du hast ja schon 2 stehen. Ist das gerissen? Nee. Ja, siehst du, so macht man das. Versuchen, versuchen, versuchen. Und wenn es nicht hinhaut, wenn es gebrochen ist, dann suchst du den Fehler. Das wirst du ja besser machen. So ist das Leben. Okay, Josef, ich wünsche dir noch Dankeschön auf deinen Kommentar. Das ist gut, was du gemacht hast und so. Ja, ich will keine Lehrlinge ausbilden, weil ich habe keine Zeit. Ich würde gerne in Thailand was machen, aber habe ich auch nicht Zeit. Meine Frau fragt, wenn ich wieder Englisch unterrichte und so. Ja, ich habe gesagt, Zeit habe ich nicht viel. Ich habe gesagt, nächsten Monat habe ich ein bisschen Zeit, denn so,
Dann mache ich das einmal in der Woche, ein Englischunterricht und so, mit mehreren zusammen und so. Ja, das ist eben das Leben und so. Und dann ist wieder Zeit für die Kinder, wieder Kuchen zu machen. Ja, dann muss ich das persönlich bringen, die freuen sich. Josef, Dankeschön für alles, für deinen Kommentar, hat mir sehr gefreut und so. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.